Yay, frohe Weihnachten oder so. Okay, Weihnachten ist vorbei, alles ist vorbei. Aber wir haben jetzt das Jahr 2018 und ja, hallo, willkommen im Jahr 2018, Leute. Ich bin jetzt wieder zu Hause. Ich war über 2 Wochen weg, nicht hier. Das waren die letzten Videos, die jetzt über die Wochen kamen, waren vorproduziert, damit immer was Schönes kommt. Und jetzt bin ich wieder zu Hause nach irgendwie 2 Wochen oder so. Und erkältet. Ne? Schön Mandeln ein bisschen dicker. Schnupfen, Husten. Super. Ne? Schön ein Tag vor Silvester ging's los mit dem Krankwerden. Ne? So startet das Jahr doch wunderbar. Hat man richtig Bock, oder? Auf jeden Fall wollte ich einfach nur noch mal einfach mal erzählt haben, hey, ja. Danke für das Jahr 2017 jetzt nochmal vernünftig. Und ich hoffe, 2018 wird auch super. Super. Ich hoffe, du da draußen bist sehr gut reingerutscht ins neue Jahr. Das ist natürlich auch sehr wichtig. Und Vorsätze für das Jahr habe ich nicht. Doch, ich möchte noch mehr essen als 2017. Das ist einer meiner Vorsätze, den ich irgendwie einhalten möchte. Nein, gesund werden ist erstmal mein Vorsatz. Oh. Ja, ne? Ich muss jetzt demnächst wieder jetzt erstmal aufnehmen. Ich habe jetzt die Videos, habe ich ja, die vorproduzierten sind jetzt quasi, laufen jetzt ab. Ne? Und das wird toll. Ne, das wird toll. Alles, ich hasse es, aufzunehmen, wenn man krank ist. Ich habe immer das Gefühl, es ist für die Zuschauer unangenehm, vor allem wenn man irgendwie verschnupft ist oder so. Aber für mich selber ist es halt nervig, wenn du dann redest und redest und dein Hals ist sowieso schon, ne? Deswegen an alle, die da draußen krank geworden sind wie ich, gute Besserung. Und herzlichen Happy Birthday an alle 2000er Kinder, die werden dieses Jahr 18. Ihr müsst euch mal überlegen. Kinder. Oder Menschen, nicht Kinder. Menschen, die 2000 geboren worden sind, werden jetzt 18 dieses Jahr. Ja, dieses Jahr werden auf jeden Fall die Videos frisch weitergehen, hoffentlich. Mal sehen, was ich da jetzt so mache dieses Jahr. An Content muss ich mir noch ein bisschen überlegen, ob ich da was ändere oder das so lasse oder. Ah! Eigentlich mag ich dieses Standard-Gaming, aber ich weiß nicht, dass das. Ah, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, bei vielen kommt das nicht mehr gut an. Dieses. Normale Spielen, so. Mittlerweile muss ja alles eher krass sein, so. In jeder Folge findest du ein Heilmittel gegen Krebs. Aber eigentlich bin ich sehr zufrieden mit meinem Content soweit. Ich hoffe, ihr auch. Und ihr seid 2018 auch weiterhin am Start und supportet mich weiter. Mit, ja, indem ihr das Video schaut, Spaß habt. Darum geht's ja, ne? Dass ihr denkt, oh ja, das war ein super Video. Daumen hoch vielleicht noch, wenn ihr ganz mutig seid, ja. Und Kommentar. Streams gehen natürlich auch jetzt weiter demnächst. Streaming. Twitch hatte ich ja jetzt auch über 2 Wochen Pause. Ein Projekt, was ich mir vorgenommen habe 2018 auf Twitch, ist es, die Witcher-Reihe mal durchzuspielen. Witcher 1, 2 und 3. Das wird lustig und interessant. Ja. Was schon geplant ist, ist einmal am 20. Ist das der 20. Januar? Ist das ein Samstag? Der 20. Januar. Dieser, also nicht dieser Samstag, sondern der Samstag, 20. Januar, wird auf Twitch wieder ein Marathon sein. Da spielen wir Borderlands 2, vielleicht mit allen DLCs durch, mal gucken, am Stück. Zusammen mit Fuki werde ich das spielen. Also so ein Together-Marathon. Bin ich mal selber gespannt. Vor allem, weil ich Borderlands noch nie groß und aktiv gespielt habe. Und dann spielen wir das am Stück durch. Also der Stream wird dann bestimmt über 24 Stunden gehen. Mein längster Stream war jetzt Dark Souls 3 Marathon mit über 24 Stunden. Dark Souls 3 am Stück mit DLCs und alles und jeden Boss gelegt, jeden Secret Boss gelegt. Da war ich stolz, ja. Da war ich stolz. Und ich habe gar nicht drauf geachtet. Ich habe hier, glaube ich, wieder Fussel von den Katzen. Und die sieht man immer so in meinem kleinen Cam-Bildschirm, sehe ich die Fussel von den Katzen nicht. Da sehe ich nur diesen kleinen Bildschirm so von der Kamera, ne? Und dann, wenn ich das schneide, denke ich mir, oh mein Gott, überall Fussel. Und dann regt mich das immer im Nachhinein auf. Wie gesagt, ne, das Jahr 2017 hat mir sehr gefallen. Das war ein krasses Spielejahr. Es gab viele tolle Spiele, die ich gespielt habe, die ich spielen konnte. Events, coole, ne, Friendly Fire und hier Gamescom. Und dieses Jahr bin ich höchstwahrscheinlich auf der Dreamhack. Vor dieses Jahr höchstwahrscheinlich. Aber. Bis es hundertprozentig feststeht, will ich das jetzt nicht nochmal groß thematisieren. Ich werde dann nochmal in dem Video sagen, dass es dann hundertprozentig feststeht. Aber bisher sieht es so aus, sage ich mal so. Ne? Aber noch nicht 100%.
So, sagen wir 80. Ich bitte, auch wenn ihr das nicht sehen, will ich mich nochmal bedanken bei zum Beispiel Rocket oder Xbox oder sonstige Firmen, die mich 2017 supportet haben. Sehr schön. Und natürlich an jeden Zuschauer, der 2017 ja, Spaß hatte an den Videos, sich ablenken konnte mit den Videos, was mitnehmen konnte, meinen krassen Skill bewundern. Keine Ahnung, das, was ihr an den Videos so findet. Ne? Da wirklich vielen, vielen Dank, auch wenn ich so ein bisschen krass von Minecraft ja dann in den Umschwung hatte, von Minecraft weggegangen bin, dass viele neue auch langsam dazukommen, die den anderen Content cool finden. Dieses Jahr weiß ich gar nicht, was uns an Spielen erwartet. Also ich werde auf jeden Fall von Dreamhacks, habe ich ja gesagt, ne? Aber noch, bis es 100% feststeht, ne? So, aber Dreamhacks sehr höchstwahrscheinlich. Gamescom sowieso. Da werde ich wieder sein. Video Days oder sowas eigentlich eher weniger. Und ich weiß gar nicht, welche Spiele 2018 erscheinen. Auf meiner Liste, ich gucke gerade selber. Ich hatte Spider-Man, freue ich mich schon dieses Jahr drauf. God of War, Sea of Thieves, Far Cry 5, Red Dead Redemption, kommt das dieses Jahr schon? Metro Exodus auf jeden Fall, Detroit und... Ah, dieses Jahr kommen eigentlich auch sehr viele coole Spiele. Ein Spiel, worauf ich persönlich schon ewig warte, ist Kingdom Hearts 3. Das hoffe ich, das wird erscheinen. Das wäre mein Träumchen. Oh ja, und dieses Spiel A Way Out, wenn euch das was sagt. Da freue ich mich auch schon drauf. Mal sehen, mit wem ich das mache. Ich bin immer schlecht in Koop-Partner finden. Weil zum Beispiel im Teamspeak, das ist ja so ein Spiel zu zweit, wenn ich dann Zombie frage oder so, der macht es dann zum Beispiel schon mit Mordado. Und dann ist das halt so. Ne? Ist ja klar. Ich bin auch immer jemand, der fragt zu spät. Bevor jemand in die Kommentare schreibt, frag doch Zombie. Und ne? Ich hab, die haben schon. Die spielen da schon privat, glaube ich, selber spielen mit ihr Koop, ne? Die sind ja deswegen sehr viele Leute da. Ich spiele es einfach alleine mit so einem zweiten Controller. Den lege ich mich wieder nicht hin und da spiele ich ganz alleine mit mir. Dann lief letztens jetzt vor den Videos über Winter oder Dezember über sehr viel PlayStation-Werbung bei meinen Videos. Ich hoffe, das hat euch nicht zu sehr gestört. Soweit ich das irgendwie, das hatte irgendwas mit zu tun mit Werbung und YouTube und Pipapo, ist mir nur selber auf jeden Fall aufgefallen. Weil ein, zwei Leute geschrieben haben, warum du PlayStation-Werbung, ne, ist aber cool. PlayStation ist cool, genau wie Xbox. Und PlayStation-Werbung vor einem Gaming-Kanal, das finde ich schon in Ordnung. Besser als irgendwie Werbung für Klopapier. Wobei Klopapier ist auch toll, weil, sind wir mal ehrlich, ich benutze das täglich, Klopapier. Und das ist ein wichtiges Utensil, was jeder von uns eigentlich täglich benutzt. Und deswegen Klopapierwerbung würde mich nicht stören. Aber ich wollte es nur so als Beispiel gesagt haben. Was würde als Werbung mich stören? Vielleicht Werbung zu Concrofters Pizza. Ja? Da würde ich ausrasten, ja? Ja? Irgendwann mache ich auch eine Pizza, ja? Ich meine... Du hast die Möglichkeit, Millionen von Fans oder Abonnenten oder Zuschauern, wie auch immer man sie betitelt. Ich nenne sie einfach süße Zuckerberge. Community ist immer ein schönes Wort. Mit Geeks Mikro gekommen. Wenn ich keine Margarita-Pizza, irgendwas Cooles. Ne? Margarita ist so Standard. Ne? Bei Rewe gibt es dann demnächst die Mr. Morgan Chicken Wings, auch für Veganer. Ich weiß gar nicht, wie sollen denn Chicken Wings vegan aussehen? So, wüsste ich gar nicht. Ja, mal sehen, wie 2018 wird, das Jahr auf YouTube, wie die Werbung weiterhin demonetarisiert wird und die Videos nicht werbefreundlich sind und man durchgehend D-Abos macht, außer auf Twitter. Twitter ist super. Die Leute sich beefen und haten und mal sehen. Ne? Mal sehen, was 2018 so passiert, ne? Also 2018 habe ich mir vorgenommen, werde ich auf jeden Fall viel haten, weil Hate kommt immer gut an, habe ich gesehen und deswegen werden wir 2018 werde ich viel haten, alle Leute, also ich fange schon mal an. Ich finde zum Beispiel ungespielt, sein Hund ist nicht so süß wie unser Hund, ne? Okay, das war ein bisschen hart, muss ich zugeben, tut mir leid, wenn du das siehst, aber man muss sich auch mal Sachen verbreiten, ja. Oder, wie kann man denn noch haten? Zombie, der hat nicht so, der hat Haare und nicht so cool wie ich, so. Bam, ja. Und Baudados Kissen,
ey, so diese Schneckenkissen, ne, sind mir zu weich. So, habe ich schon mal 3 gehatet. Ich bin echt schlecht und sowas. Ich müsste mir mal irgendwas überlegen. Ich muss noch so noch größere YouTuber haten. Keine Ahnung, Mann. Gronkh, ja? Dein Bart ist gar nicht so flauschig. Ja? Opan, du bist toll. Gegen sie kann ich nichts sagen. Oh ja, und Herr Newstime, du bist mittlerweile nicht mehr so attraktiv für mich. So, Spaß beiseite, ja, frohe Weihnachten. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Rutsch, frohes neues Jahr. Und habt 2018 Spaß. Werdet vielleicht 18 Jahre alt an alle 2000er Menschen da draußen, ja. Keine Ahnung, Mann. Einfach, ich hoffe, das Jahr wird besser als 2017 für euch. Oder für mich auch. Bis dann und ciao. Das war das kleine Video, dass ich wieder zu Hause bin. Und ja, der Stand der Dinge so ein bisschen. Und Hate. Hate ist wichtig, Kinder.